Endlich Schulschluss. Mal schauen, was denn so im Fernsehen läuft. Das neue Dusch, das. Mega geil. Hallo, mein Name ist Davis Marcel. Wir bei 212 kümmern uns darum, dass Sie überall auf der Welt guten Empfang haben. Hier haben Sie Internet. Auch hier haben Sie Internet. Sogar hier haben Sie Internet. Ist das denn zu fassen? Sogar hier haben Sie Internet. Also Sie sehen, haben überall auf der Welt Internet. Außer bei den Leuten von Gamebros APT, aber daran arbeiten wir noch. Hallo und herzlich willkommen zu Cloud TV, deinem Gaming-Nachrichtensender. Immer mehr YouTuber beklagen, dass ihr Kanal viel zu PvP-lastig wäre und dass das gute alte Minecraft Vanilla in Vergessenheit gerät. Einige Experten gehen von einer weltweiten Krise aus, schlimmer noch als die Wirtschaftskrise. Die Let's Player-Gewerkschaft hat angekündigt, Änderungen vorzunehmen. Aus dem Grund suchen immer mehr Let's Player ein neues Minecraft Vanilla-Projekt, um ihren Zuschauern Abwechslung bieten zu können. Es kommt ja wirklich nur noch Scheiße im Fernsehen. Hey, hey, schalt mal auf 5, schalt auf 5! Okay. Wir haben für Sie einmalige und exklusive Reiseziele. Wie wäre es mit einem 3-Tages-Ausflug mit der gesamten Familie nach Mordor? Ein Spaß für Groß und Klein. Als absolutes Highlight dieser Reise treffen Sie Sauron und erleben anschließend ein gemütliches Picknick im Auenland. Ihr Reiseleiter Frodo freut sich schon auf Sie. Und für die, die eher Sonnenschein, Strand und Meer bevorzugen, gibt es die Möglichkeit, nach Summer City zu reisen. Ein Urlaub unter Freunden mit garantiertem Wohlfühleffekt. Das nenne ich mal technische Schwierigkeiten. Lass uns doch nach Summer City fahren. Jo, auf geht's. Ja, hallo Leute. Danke fürs Angucken bis hierhin. Das ist unsere Bewerbung für Summer City Projekt. Wer sind wir überhaupt? Ja, wir sind Gamebros LPT. Wir sind 4 YouTuber, also 4 Freunde, die diesen Kanal seit über einem Jahr betreiben. Mitmachen von uns werden aber nur 2, und zwar Alessandro. Guten Tag. Und ich. Und ja, wir bewerben uns für das Summer City Projekt, weil uns dieses Projekt einfach gefällt. Wir finden die Idee dahinter cool und mögen es halt generell gerne, Minecraft zu spielen. Und zwar. Und gucken es auch privat sehr gerne. Genau. Und zwar, wir stehen nicht so auf dieses Minigame und PvP-mäßige, sondern eher auf dieses Minecraft erkunden und entdecken und auch auf das Bauen halt. Und ja, deswegen ist das genau das richtige Projekt für uns. Und deswegen würden wir uns echt extrem doll darüber freuen, wenn wir angenommen werden. Oh ja. Ja, ich glaube, wir haben eigentlich alles Wichtige gesagt. Wir wollten das Video ein bisschen kurz halten, jetzt hier die Info über uns. Ich denke, das war's, ne? Ja, das war's. Falls noch Fragen, zu uns bestehen, einfach in die Kommentare damit. Wir beantworten alles immer gerne. Und ja. Vielen Dank. Dann hoffen wir auf eine positive Antwort von euch. Tschüss.